Luzern am Vierwaldstätter See. Tradition und Faszination in der Zentralschweiz. Die steilste Zahnradbahn der Welt. Zuverlässig in allen Höhenlagen. Und einer der letzten Schaufelraddampfer seiner Art. Guten Morgen, Maschine! Morgen! Auf den hochgelegenen Almen der Seitentäler leben Bergbauern im Einklang mit der Natur. In der Schweiz soll es die meisten Oldtimer weltweit geben. Ein Mann sorgt mit viel Leidenschaft dafür, dass es auch so bleibt. Für mich sind das meine Kinder, die muss ich am Leben erhalten. Und von einem der Ausstieg, um Gourmet-Küche auf der Alm anzubieten. Ich sage immer wieder, wir wohnen am schönsten Ort der Welt. Luzern, Schweizer Idylle, am Fuße der Berge. Luzern am Vierwaldstätter See gilt als die schönste Stadt der Schweiz. Ihre Wahrzeichen? Die Stadtmauer aus dem Spätmittelalter und die hölzerne Kapellbrücke. Der einstige Urlaubsort des Hochadels hat sich zu einer modernen Stadt gewandelt. Hey, ich bin der Joel Eckimann und Luzern ist mein einzigartiger Spielplatz. Auf dem Weg zu Joels Trainingshalle, eine alte Fußballtribüne am Stadtrand von Luzern. Hallo. Hi. Hey. Hier trifft sich die örtliche Parcoursszene. Joel ist Vorreiter des Trendsports, der sich als kreative Körperkunst versteht. Ziel ist es, anders als von der Architektur vorgesehen, von einem Punkt zum nächsten zu gelangen. Und das nur mit den eigenen Körperfähigkeiten. Im Leben gibt es auch immer Hindernisse, die man überwinden soll. Und im Parkour lernt man auch genau das, dass man ein Hindernis zuerst antasten muss. Zuerst das Hindernis analysieren und sehen, okay, wie komme ich da am besten drüber? Was sind die Vorübungen, um das zu überwinden? Und das kann man im Parkour so wie auch im richtigen Leben übernehmen. Parkour als Lebensphilosophie. Als Teenager sieht Joel erstmals ein Video des abenteuerlichen Sports. Damals war Parkour in der Schweiz noch weitgehend unbekannt. Und so bestand Joels Training vor allem darin, das nachzumachen, was er im Internet sah. Es sind 10 Jahre lang klein anfangen, dann immer größer. Und das ist einfach wie Treppen gehen zum Beispiel. Zum Beispiel ein Rückwärtssalto ist für mich wie Treppen gehen. Man hat es einfach schon so oft gemacht im Leben und deshalb wird es normal und es wird ein normaler Bewegungsablauf. Joel rief die Luzerner Parkour-Szene ins Leben. Er arbeitet ständig daran, sie zu vergrößern. Nicht nur durch originelle Fotos für seine Fans. Der Grundgedanke des Sports ist, dass man ihn überall ausüben kann. Deshalb suchen die Jungs stets nach neuen Spots. Es gibt so viel zu entdecken, weil es die ganzen kleinen Gassen gibt. Du hast den See, du hast den Fluss, du hast die Berge. Auch die internationale Parcours-Szene soll mitbekommen, was in Luzern alles möglich ist. Okay, die Höhe passt, ja? Und dann habe ich... Dafür wollen die Freunde in einem Video die malerischsten Ecken der Stadt spektakulär in Szene setzen. Wie das Flussufer der Reuss, die hier in den See mündet. Anscheinend? Ja, wir müssen es kurz anschauen. Es hat sich gut angefühlt auf jeden Fall. Ja, und ins Wasser rein. Joel hat sein ganzes Leben auf Parkour ausgerichtet. Was mich antreibt im Sport, ist einfach die Faszination, dass man so viel machen kann mit dem Körper. Und man braucht einfach nichts dazu und kann 5-6 Meter weit springen mit dem richtigen Training. Und so landen, dass man eigentlich nichts spürt, abrollen. Und das ist die Faszination daran. Wenn wir durch die Stadt gehen, wir sehen halt die ganzen Geländer und Mauern und Möglichkeiten, wo man rumspringen kann. Man braucht keine Sportgeräte oder irgendwas, sondern man kann es eben überall machen, egal wo man ist. Was so spielerisch aussieht, erfordert langes und präzises Training. Es ist sicher viel Disziplin, die man braucht, aber auch sehr viel Vernunft. Also es kann viel passieren, es können viele Fehler passieren und Unfälle, aber man muss halt genau dann entscheiden können, okay, kann ich den Sprung überhaupt oder lasse ich es lieber sein?
Auch das Seeufer vor den mondänen Hotelbauten des 19. Jahrhunderts gehört zum Revier der Stadtathleten. Joël und seine Freunde begreifen sich als Gesamtkunstwerk. Sie wollen ihren Mitmenschen eine andere Perspektive auf die Stadt und den öffentlichen Raum vermitteln. Inzwischen kann der Schweizer sogar von seiner Leidenschaft leben. Es gab dann halt einen Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, damit kann ich auch Geld verdienen, damit kann ich meinen Lebensunterhalt finanzieren. Und dann habe ich nachgeschaut, okay, wie machen das andere Leute, wie kann ich das anstellen, und einfach mit vielen Leuten gesprochen, wie das funktioniert. Ein großer Teil, wovon ich lebe, ist Social Media. Also da habe ich eigentlich so als Influencer, werde ich da engagiert von irgendwelchen Firmen. Oder wir machen auch Live-Performance für Firmenanlässe, was auch immer. Oder Filmproduktion, also dass wir für irgendwelche Werbevideos Distanz machen. Joël ist ausgebildeter Zimmermann. Mittlerweile aber fertigt er keine Konstruktionen mehr an, sondern er überwindet sie. Seine spektakulären Stunts sind weltweit gefragt. Inzwischen wohnt Joël in Wien. Doch wann immer er Zeit hat, kommt er zurück in seine Heimatstadt und besucht seine Lieblingsorte, wie den Männli-Turm an der alten Stadtmauer. Von hier oben hat man den besten Blick über Luzern und die Umgebung. Es freut mich schon immer wieder zurückzukommen, weil es ist eine andere Atmosphäre hier. Und vor allem mit den Bergen, das ist genau das, was ich jetzt angefangen habe zu merken. Das ist einfach, ich vermisse das, weil wenn man in Wien, wo ich jetzt wohne, da sieht man diese Berge nicht die ganze Zeit. Und ich komme jetzt zurück und schätze das viel mehr. Luzern befindet sich in der Zentralschweiz. Die Stadt ist das Zentrum des gleichnamigen Kantons. Die Region zeichnet sich durch ihre besondere Lage aus, direkt am See und den Bergen der Voralpen. Der Vierwaldstätter See besticht durch sein fjordartiges Aussehen. Bereits seit 180 Jahren wird er von einer Dampfschiffflotte befahren. Das Flaggschiff ist schon seit 90 Jahren in Betrieb. Hallo, mein Name ist Bruno Stein und hier schlägt mein zweites Herz. Insgesamt 5 historische Raddampfer liegen in Luzern vor Anker. In der Dampfschiffsaison zwischen April und Oktober beginnt der Tag von Captain Bruno Stein jeden Morgen gegen 8:30 Uhr. Guten Morgen, Maschine. Morgen zusammen. Ist doch ganz klar, dass man die Kollegen begrüßt. Und man begrüßt auch ein bisschen die Maschine, weil ich bewundere diese Maschine. Das ist ein Wunderwerk und habe schon viel erlebt mit dem Schiff und mit der Maschine und bin sehr dankbar, dass die Stadt Luzern so eine gute, leistungsfähige Maschine hat. Noch liegt sie still da, die alte Dame. Doch im Bauch des Schiffes bereitet Obermaschinist Bruno die Dampfmaschine von 1929 zum Anlassen vor. Natürlich ganz behutsam. Die Maschine muss man fühlen, man muss zuhören, was sie macht, und man muss mit der Maschine leben. Man kann nicht einfach da heruntergehen und arbeiten, das geht nicht. Untermaschinist Daniel muss erst die Ölkessel anheizen. Die wiederum erhitzen die Rohre, in denen Wasser zu Dampf wird. Und Druck entsteht, der die Maschine antreibt. Bruno wirft inzwischen den Hilfsmotor an. Erst nach einer Stunde setzen sich die Kolben in Bewegung. Und das ist wie Gymnastik. Da wird die Maschine vorgewärmt, damit sich die Wärme überall verteilt. Allmählich kommt die Maschine in die Gänge und treibt nun langsam das Schaufelrad an, mit dem sich das alte Schiff fortbewegt. Oben gibt Kapitän Kuno seine Kommandos an den Maschinenraum per Sprachrohr durch, genau wie früher. Danke, Bruno, ich habe vorne angefangen und das Ruder läuft auch. Wir gehen. Captain Kuno steuert das Schiff zum Anlegeplatz. Bei dem schönen Wetter verspricht es voll zu werden.
Bis auf ein paar Modernisierungsmaßnahmen ist der Dampfer noch weitestgehend im Originalzustand. Und so fährt er sich auch nicht wie ein modernes Schiff. Zusammenarbeit auf dem Dampfschiff, das ist essentiell. Weil wir können ja die Maschine nicht selber bedienen, wie auf dem Motorschiff, sondern wir geben die Befehle an den Maschinisten weiter. Der Maschinist muss natürlich bei den verschiedenen Kommandos immer genau dasselbe machen. Und wenn das nicht bei jedem Manöver stimmt, dann fahren wir entweder zu weit oder sind zu kurz. Das muss ganz genau stimmen. Halbe Kraft voraus. Und zurücksetzen. Der Maschinenraum bestätigt den Befehl für den Kapitän am Steuerstand. Unten stimmt Bruno die Maschinen genau aufeinander ab. So arbeitet das gesamte Team Tag ein, Tag aus, präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Die Route führt einmal um den gesamten Vierwaldstätter See. Dabei werden alle wichtigen Orte angefahren. Am schönsten ist der See in seinem hintersten Arm, ganz im Südosten, wo er von hohen Bergen eingerahmt wird. Kapitän Kuno hat neben dem Steuern aber auch noch gesellschaftliche Verpflichtungen. Wir haben viele Stammgäste, die regelmäßig kommen, die gerne mit unseren Schiffen fahren. Viele Gäste, die Dampfschiffe sehr gerne haben. Und das freut uns natürlich auch. Und da kennt man sich und begrüßt sich und hat ein bisschen Kontakt. Ja. Schon seit 45 Jahren arbeitet Kuno Stein im Dienste der Dampfschifffahrt. Der Dampfer mit dem Namen Stadt Luzern ist Nostalgie pur. Bald bekommt er wieder ein Facelifting auf dem Trockendock, damit er fit für die nächsten 90 Jahre wird. Am Nordufer des Vierwaldstätter Sees erhebt sich die Rigi, ein beliebter Ausflugsberg unweit von Luzern. Wenn es im Tal neblig ist, hat einer von hier oben einen grandiosen Ausblick übers Wolkenmeer. Ich bin Gregor Wörisch und gegen mich ist kein Kraut gewachsen. Vor 8 Jahren tauschte der Informatiker Gregor Wörisch die Aussicht auf den Monitor gegen Bergpanorama. Hier, wo man nur mit der Zahnradbahn hinkommt, betreibt er ein Hotelrestaurant mit einem einzigartigen kulinarischen Konzept. Gregor bietet Sterneküche auf der Alm an. Ein Teil des Erfolgsrezepts ist sein Kräuter- und Gemüsegarten, den er auf knapp 1600 Metern Höhe selbst angelegt hat. Also grundsätzlich wachsen hier ungefähr 400 verschiedene Kräuterpflanzen, dazu ungefähr 50 verschiedene Beeren aus der ganzen Welt. Das heißt, all unsere Gerichte werden mit Kräutern und Aromas von diesem Garten verfeinert. Das ist ein ganz zentraler Punkt unserer Küche. Gregor verwendet ausschließlich Zutaten, die in der Schweiz wachsen oder hergestellt werden. Hummer oder Austern sucht man auf der Menükarte vergebens. Ebenso exotische Zutaten. Viele Leute haben am Anfang gesagt, hier wächst nicht so viel. Aber wie man sieht, wächst hier sehr viel. Unter anderem haben wir auch Artischocken geerntet in diesem Jahr. Und es ist so, dass alle Pflanzen, die auf 1550 Meter wachsen, grundsätzlich eine viel höhere Aromakraft haben, als wenn die unten wachsen. Gregor hat sich das Züchten teils längst vergessener Kräuter und Knollen selbst beigebracht. Als Partner für sein Konzept suchte er einen Koch, der sich mit Gourmet-Küche auskennt und fand den Hamburger Benjamin Just. Sehr gut, dieser Stach ist, glaube ich, reif. Ja, sehr gut, die haben da schon richtig Knollen verschieden angesetzt, richtig gut. Ja, da machen wir heute Abend was ganz Schönes draus. Gibt es zur Kalbszunge, die ist ganz leicht geräuchert, mit einer Jus. Wird ganz, ganz nussig, wenn man die gart. Heute Abend steht ein aufwendiges Gala-Diner an. Während Sternekoch Benjamin weiter Menüvorbereitungen trifft, erntet Gregor Cola-Kraut, aus dem später hausgemachte Limonade entsteht.
Es ist so, dass wir überhaupt gar keine gekauften Limonaden bei uns anbieten. Das heißt, all unsere Limonaden, die es gibt, sind ausschließlich aus Kräutern von unserem Garten und Früchten von der Umgebung gemacht. Nicht nur Erfrischungsgetränke, auch alkoholisches brauen Gregor und Benjamin in Eigenregie. Die verschiedenen Geschmacksnoten sollen ausgereift und komplex sein. Jetzt haben wir einen lieblichen Wein, aber ohne Gerbstoffe noch, ohne Struktur. Wenn wir jetzt noch von der Aronia-Beere ein bisschen reinmachen, sollte er ein bisschen mehr Struktur bekommen. Und dann ist es immer ein Gefühl, eine Gefühlssache, wie viel von was. Da steckt enorm unser Herzblut drin. Über unsere Arbeitszeit hinaus stecken wir da sehr, sehr viel Arbeit rein. Das heißt, wir ernten Sachen, wir denken natürlich immer weiter darüber nach, was können wir damit machen. Für das Menü am Abend wird es auch eingelegtes Gemüse geben. Dazu sorgen diverse selbstgemachte Essigsorten sowie getrocknete Kräuter und Pilze für eine riesige Aromavielfalt. Der Ort Küsnacht liegt am Fuß der Rigi und am Ufer des Vierwaldstätter Sees. Hier in der Nähe gibt es ein ganz besonderes Altersheim. Mein Name ist Edi Schorno. Die meisten meiner Kunden sind nahezu 100 Jahre alt und haben einen echten Schaden. Edi Schorno ist einer der bekanntesten Oldtimer-Restaurateure der Schweiz. Seine Patienten sind historische Autos aus ganz Europa. Das ist Kultur, da sieht man eigentlich, das spricht ja Bände, wenn man so ein altes Fahrzeug von innen, von außen anschaut. Darum ist es auch wichtig, dass man die so lässt, wie sie sind. Damit die Kundschaft auch oft genug an die frische Luft kommt, fährt Edi sie gerne spazieren. Sowas macht Laune. Wir können so fahren, wie wir möchten, Aussicht genießen. Ja, das ist Luxus, oder? Ein Luxus, aber auch sein Job. Dieser 1929er Buick eines Kunden wurde gerade fertig. Und so muss Edi natürlich testen, ob der Motor sauber läuft. In seiner Werkstatt tummeln sich die Sammlerschätze der Besitzer. Millionenwerte auf vier Rädern. Das sind sicher besser betuchte Kunden, weil das ist sehr aufwendig, das Ganze in Betrieb zu halten. Wir machen denen ihre Schätze bereit. Die meisten verwenden diese Autos für Hobby, just for fun, dass einfach sie einfach Spaß dran haben. Okay, Reto, wie sieht es aus da? Pulsschlag. Ja, es geht. Es geht. Sein Spezialgebiet ist das Restaurieren alter Motoren und Getriebe. Wenn nötig, stellt er fehlende Teile selber her und entwickelt auch ganze Motorblöcke komplett neu. Ich arbeite nicht 9 Stunden, weil das sind viel mehr. Und da muss man irgendeine Berufung haben, sonst würde man das nicht machen. Weil so viele Stunden sich engagieren, Tag und Nacht eigentlich, denkt es eigentlich über Oldtimer nach. Und dann muss man da wirklich Freude dran haben, sonst kann man das nicht betreiben, wie ich das oder wie wir das da betreiben. Edi machte mehrere Ausbildungen und richtete sich dann eine Werkstatt auf dem Hof seiner Eltern ein. Sohn Camillo hilft hier inzwischen ebenfalls mit. Heute arbeiten sie an einem Alfa Romeo von 1934. 2 Jahre haben sie für den Bau des Motorblocks gebraucht. Ist er hinten noch hecklastig? Ja, das ist gut. Aber Achtung, Finger aufpassen. Die Oldtimer seiner Kunden sind edel und sehr selten. Doch über Zahlen spricht Edi aus Diskretion nicht. Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt, weil das ist sehr speziell. Aber das ist sechsstellige Höhe. Wenn Sie ein Auto haben, das nur 10 oder 20.000 Franken wert hätte und Sie machen eine Restauration von einem Motor, der 30.000 Schweizer Franken, das wäre Ziel überschossen. Dann sagt der Kunde irgendwann, Schorno, du hast einen Flick gehabt. Das geht nicht, das ist viel zu teuer.
da hat man den Gegenwert. Kann man 50.000 investieren und da hat man den Gegenwert. Wenn er das Auto verkauft, bekommt er das zurück. Eddys exklusivstes Schätzchen auf dem Hof ist derzeit ein Berlier, ein französischer Sportwagen von 1908. Der Besitzer brachte ihn zur Wartung vorbei, nachdem der Motor nicht mehr richtig lief. Die Herausforderung ist sicher, wir können nicht immer irgendwo nachschauen, im Computer oder in der Literatur. Zum Teil ist gar nichts vorhanden bei diesen alten Wagen. Und ja, dann müssen wir halt selber den Kopf richtig reinstecken in das Zeug und selber herausfinden, wie könnte das funktionieren, weil es nirgends beschrieben ist. Weil der Motor nicht mehr mit Hilfe der Anlasskurbel angeht, müssen Camillo und sein Kollege den Berlier nun mit Hilfe eines elektrischen Rollsystems starten. Anschieben wäre zu riskant. Moment. 110 Jahre alte Autogeschichte, so teuer wie eine Luxusvilla. Um die Ecke in der Scheune wartet eine ganze Reihe weiterer Oldtimer auf Eddys heilende Hände. Doch Zeitdruck sollte niemand haben. Denn die Reparatur alter Autos kann dauern. Oft ist dafür zeitraubende Recherche nötig. Für mich sind das meine Kinder, die muss ich am Leben erhalten. Und ich möchte, dass meine Kunden damit Spaß haben und ich will, dass meine Kunden mit mir alt werden. That's it. Das möchte auch Eddys Kunde Rüdi mit seinem Berlier. Also, schau jetzt, Rüdi. Ja. Folgendes war, dass er nicht mehr gelaufen ist. Du hast auf der ersten Linie hast du Benzinleitungen an uns gebracht, die wir geflickt haben. Eine geflickte Benzinleitung. Nur ein kleiner Eingriff für diese wertvolle Rarität. Ich habe eigentlich schon mein Leben lang von so etwas geträumt und auch gesucht. Für mich ist das die Wiege eigentlich vom Motorsport, Formel 1. Die nehmen ein Chassis, einen Motor und einen Tank und dann geht's los. Erster Gang, zweiter Gang rein. Ja, Kuppel, gut. Achtung, starten. Okay. Das Fahrgefühl, das ist unbeschreiblich, das ist wie in einer Zeitmaschine. Zurück im Jahr 1908. Gibt nichts Schöneres. Der würde maximal 150 fahren im vierten Gang. Man fährt in der Regel so um die 30, dann ist es auch sicher. Rüdi darf seinen Wagen wieder mit nach Hause nehmen. Solch einen Oldtimer zu fahren, ist nicht ganz ohne. Rüdi musste mit dem guten Stück anfangs erst ein wenig üben. Man hat kein Gefühl für die Geschwindigkeit. Man sitzt hoch, man hat den Wind. Also ich selber weiß jetzt, wenn es dann über 30 ist, fühlt es sich anders an. Und ich sehe es auf dem Tourenzähler. Ich habe hier keinen Geschwindigkeitszähler. Also man muss sehr vorausschauend fahren. Es bremst nicht wie ein normales Fahrzeug. Und ja, es ist auch sehr laut. So war es, als sie 1908, 1920 gefahren sind. Wenige Kilometer weiter auf dem Aussichtsberg Rigi. Hier führt Gregor Wörösch zusammen mit seiner Frau Gabriela ein Kräuterhotel mit Gourmetküche. Regelmäßig geht die Familie in den angrenzenden Wald, um dort Kräuter und Pilze zu sammeln. Ein komplett anderes Leben als früher. Wir haben vorher beide in der Stadt Luzern gewohnt und dann plötzlich hier oben ist, man gewöhnt sich sehr schnell an diese Ruhe. Und wenn wir einmal, zweimal im Monat überhaupt runterkommen vom Berg, ist das viel. Es gibt Monate, wo wir komplett auf dem Berg verbringen, ohne dass wir den Berg verlassen. Ich bin selbst hier auf der Rigi aufgewachsen, also ich kenne es gar nicht anders aus meiner Kindheit. Und ja, es ist auch was, was ich meinen Kindern sehr gerne weitergebe. Die Bergwelt der Rigi liefert Lebensmittel für die Familie und für die Restaurantküche. Die Abendkarte richtet sich zum Teil nach den Zutaten, die Gregor hier findet. Ein Produkt
hier aus dem Wald hat für uns einfach einen größeren Wert als zum Beispiel ein bretonischer Hummer. Weil das noch eine, es ist immer nur eine Preisfrage, wie viel ich bezahlen will, dass ich die besten Produkte der Welt irgendwie hier hingeschifft bekomme. Aber diese Produkte, die wir selber hier sammeln und holen, die kann niemand in besserer Qualität anbieten als wir. Abend auf der Rigi. In der Küche bereitet Sternekoch Benjamin Just das Gourmet-Menü für eine Gästegruppe vor. Trotz der Beschränkung auf rein regionale biologische Zutaten soll niemand auf lokulische Gaumenfreuden verzichten müssen. Wir haben hier eigentlich ein Matjes von einer Felche aus dem Vierwaldstättersee gemacht. Begleitet wird das Ganze einfach von unserer unechten Auster. Da haben wir Aloe Vera und der ist gewürzt mit einem Salz, was wir aus dem unreifen Rogen machen von Forellen. Überall hauseigene Delikatessen. Gregors frisch gesammelte Steinpilze kommen übers Carpaccio vom Rigi-Hochlandrind, das auf weiteren Leckereien gebettet ist. Es folgt Kalbszunge samt seltenem Wurzelgemüse. Ja. Benedikt, die 14 Vorspeisen können wir fertig machen. Gib's mir das Tabla, bitte. Mit seinen besonderen Kreationen hier auf der Rigi holte sich Benjamin Just seinen Michelin-Stern. Für jeden Gourmetkoch der Ritterschlag. Das ist eigentlich für mich persönlich gar nicht mehr so bedeutsam. Das heißt, heute hat eigentlich mein Spüler die Sternekochjacke an. Weil er hat noch keine eigenen Kochjacken und zieh ich eigentlich nie an. Aber er darf sie ruhig anziehen. Das ist kein Problem für mich. Auch Gregor und seine Frau Gabriela arbeiten jeden Abend im Service mit. On the salmon trout we have a powder from dried plums and salted plums. Gregor passt sich dem internationalen Publikum an, das inzwischen extra wegen seines ausgefallenen Konzepts das Restaurant auf knapp 1600 Metern besucht. Enjoy it. Dankeschön. Wenn man auf die Gesichter von den Gästen ein Lächeln gezaubert hat am Abend, ist das außerordentlich erfüllend. Es wird immer so sein, dass ich am Abend diesen Service selber machen will, weil das ist das direkte Feedback von unserer Arbeit, von unserer Gesamtleistung, die wir dann hier eigentlich an den Boden bringen und wo wir ganz ehrlich zum Teil Menschen wirklich glücklich machen können. Gleich die steilste Zahnradbahn der Welt und die preiswerteste Unterkunft in Luzern. Eine Nacht im Knast. Der Pilatus, Luzerns Hausberg, ist 2128 Meter hoch. Der Gipfel belohnt mit einer Fernsicht über die Alpen der Zentralschweiz. Hierauf führt die steilste Zahnradbahn der Welt, die bis zu 48% Steigung bewältigt. Sie wurde im Jahr 1889 fertiggestellt und überwindet auf einer Länge von nur knapp 4,5 Kilometern über 1600 Höhenmeter. Jeden Morgen werden die Triebwägen unten im Tal für den Tag vorbereitet und auf die Schiene gebracht. Seltsam schief muten die Wagen auf den ersten Blick an. Doch daran hat sich Werkstattleiter Werni Kraner inzwischen gewöhnt. 36% Steigung steht das Fahrzeug gerade. Und deshalb müssen wir hier, wenn das Fahrzeug eigentlich gerade steht, stehen wir hier schräg. Oder? Und als ich hier anfing zu arbeiten, fand ich das auch sehr komisch. Und dachte, das kann es ja nicht sein, so jedes Mal so schräg in dem Fahrzeug stehen. Aber jetzt ist es eigentlich ganz normal. Die Bahn gilt bis heute als eine Meisterleistung der Ingenieurskunst, denn sie kann nicht entgleisen. Bei allen anderen Zahnradbahnen greift der Zahn von oben ein, bei uns greifen die Zahnräder von der Seite ein. Und unten am Zahnrad hier haben wir eigentlich unseren Spurkranz. Über diese Scheibe wird das Fahrzeug geführt. Das hat man natürlich so gemacht, damit man viel steiler fahren kann. Oder mit diesem System könnte man theoretisch fast senkrecht hochfahren, oder? Nach dem Prinzip eines Reißverschlusses greifen die Zahnräder in die Zahnstange.
Werte Fahrgäste, recht herzlich willkommen bei der schnellsten Zahnradbahn der Welt. Unsere Reisezeit nach Pilatescombe ist rund eine halbe Stunde. Ich hoffe, Sie genießen es. In nur 400 Tagen wurde die Strecke Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Ohne die heutige Technik trieben damals 600 Arbeiter die anderthalb Meter langen Ankerschrauben entlang der Strecke in den Boden und verlegten die Gleise. Bergauf beträgt die Höchstgeschwindigkeit 12 km/h, bergab maximal 9. Die spektakulärste Stelle ist die fast senkrechte Eselswand kurz vor der Endstation auf 2073 Metern Höhe. Wer wieder runter will, muss nicht zwingend die Zahnradbahn nehmen. Der Pilatus ist ein exzellentes Revier für Gleitschirmflieger. Mit nur 80.000 Einwohnern ist Luzern vergleichsweise beschaulich und doch irgendwie eine kleine Metropole, die viel bietet. So versprüht die mondäne Uferpromenade aus dem 19. Jahrhundert fast ganzjährig mediterranes Flair. In den idyllischen Gässchen gibt es viel zu erkunden und zu kaufen. Die beliebte Schweizer Schokolade darf natürlich nicht fehlen. Der Schwanenplatz ist das Mekka für Luxusuhren, einer der Top 3 Umschlagplätze der Welt. Sämtliche Edelmarken sind hier vertreten. Und wer Geld ausgeben will, dem werden keine Grenzen gesetzt. Dem Durchschnittsurlauber sei also gesagt, Luzern ist nicht unbedingt ein Schnäppchen. Doch wer will, kann hier durchaus auch günstig absteigen. Im Kantonsgefängnis von Luzern. Doch wo sind denn eigentlich die Gefangenen? Hallo, mein Name ist Shani Parolini. Mir entwischt keiner. Eigentlich. Mitten in Luzern steht es, das ehemalige Kantonsgefängnis. Heute können hier Hotelgäste echtes Knastfeeling erleben. Nun ja, fast echt. Das Bad, das ist ein bisschen im Stil gehalten, dass es ein bisschen Knast-like ist. Aber natürlich können wir das unseren Gästen nicht ganz mehr zumuten mit einem Plumpsklo und so. Und deshalb haben wir hier frische, neue Badezimmer eingebaut. Janine Parolini hat das Knasthotel vor einem Jahr übernommen und gerade frisch eröffnet. Ihr war wichtig, dass das Interieur so originalgetreu wie möglich erhalten blieb. Vieles an den Türen, das sind noch die Originaltüren. Die haben wir natürlich so belassen, weil es einfach wirklich noch wie im Gefängnis aussieht. Ist aber natürlich jetzt auch auf modernem Stand gebracht. Nach dem Umbau war eine Schulklasse eingeladen zum Probeschlafen. Und die Schüler haben das natürlich sehr cool gefunden. Als der Lehrer drin war am Schlafen, haben sie Riegel zu und der Lehrer war eingesperrt. Und aufgrund dessen hat man dann auch alles so verriegelt und geschweißt, dass das eben nicht mehr vorkommen kann. Bevor Janine sich hier einbuchten ließ, scheiterten diverse andere Hotelbetreiber mit dem Knastkonzept. Zwischenzeitlich war der Frühstücksraum eine Party-Location. Der erstrahlt heute im Retro-Stil. Das Knasthotel richtet sich hauptsächlich an ein internationales Backpacker-Publikum und will auch erschwinglichen Urlaub ermöglichen. Ich fand die Idee cool, in einem Knast zu übernachten. Ich hatte Fotos davon gesehen und dachte, ich probiere das mal aus. Beim Einchecken gibt's erstmal eine Tüte Popcorn. Etwa 30 Euro kostet die günstigste Übernachtung. Dafür bekommt man ein Bett im Gruppenzimmer mit Gemeinschaftsbad auf dem Flur. Also die einen kommen deswegen hierher, weil es mal etwas Spezielles ist, weil sie ein bisschen eine Erlebnishotellerie haben möchten. Und andere, die sind total schockiert, weil sie nicht genau lesen, was sie buchen, gehen dann ins Zimmer, haben ein bisschen Platzangst und checken auch teilweise gleich wieder aus. Ja, also es gibt entweder man mag es oder man mag es gar nicht. Benannt ist das Hotel nach seinem bekanntesten Insassen Barabbas, einem verurteilten Kriegsdienstverweigerer und Künstler. Er hat sich in den 70er Jahren mit einem Gemälde an der Zellenwand verewigt. Bis heute hat sich noch kein Hotelgast als Ex-Knacki geoutet. Willkommen wären sie natürlich. In den Seitentälern des Vierwaldstättersees lebt es sich deutlich beschaulicher als in Luzern.
Ein Hauch von Heidi. Hallo zusammen, ich bin Toni Arnold und unser Hof hat ein ganz besonderes Licht. Eher eine ganz besondere Seilbahn, nämlich eine private. Wer Toni und seine Familie besuchen will, muss erst mal auf knapp 1000 Meter hochfahren. Hier im Engelbergtal leben einige Familien auf abgelegenen Almen und sind deshalb auf private Seilbahnen angewiesen. Bitte nochmal umsteigen. Erst damit kommt man auf die 1400 Meter hochgelegene Oberalp. Hier führt Toni Arnold seinen Bergbauernhof in fünfter Generation. Gemeinsam mit seiner Frau Sandra und ihren drei Kindern. Wenn wir nicht so schnell die alte Kuh machen, nicht so schnell. Toni entschied sich bewusst für die körperlich anstrengende Arbeit im steilen Gelände. Es gibt immer Entscheidungen. Auch Bergbauer zu werden ist eine Entscheidung. Als ich 20 war oder noch jünger, habe ich mich entschieden, das hier weiterzumachen. Aber ich bin auch die Gesundheit hat es mir auch erlaubt und so. Und ja, jetzt bin ich noch da. Gleich ein Leben auf der Alm im Einklang mit der Natur. Hey, das. Das Engelbergtal im Kanton Nidwalden liegt südlich des Vierwaldstättersees. Hier lebt die Bergbauernfamilie Arnold auf 1400 Metern Höhe. Der Herbst kommt und nun muss das Vieh in den Stall getrieben werden. Den ganzen Sommer waren die Kühe oben auf den Almwiesen. Es gibt eine Leitkuh, aber die Glocken sind, wenn es Nebel hat oder so, dass man sie immer hört. Und die Glocken haben alle einen anderen Ton. Wenn man ein bisschen Musikgehör hat, dann weiß man, ah, das ist dieses Tier oder dieses Tier. Ja. Alle Familienmitglieder müssen nun mit anpacken und die Kühe mit altem Brot und einem ganz speziellen Ruf anlocken. Arbeit, komm! Sa, 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 sa. Hoi, sa, sa, sa. Ein alter, überlieferter Ruf, das weiß man nicht mehr genau. Es gibt da verschiedene Rufe, aber wir rufen so, ja, das habe ich vom Vater gelernt. So geht das weiter. Und Sie lernen es von mir. Und der Ruf wirkt. Von klein auf helfen auch die Kinder mit auf der Alm. Einen Kindergarten gibt es hier oben nicht. Sandra ist eigentlich in Zürich aufgewachsen. Sie lernte Toni bei einem Sommerjob auf seinem Hof kennen und blieb. Ich bin irgendwie so reingerutscht und irgendwie habe ich das Gefühl, es entspricht mir mehr als das Stadtleben. Ich denke, wenn man in der Stadt geboren ist, ist man nicht unbedingt ein Stadtmensch. Genauso umgekehrt so. Das Leben hier oben ist eines im Einklang mit den Elementen der Natur. Auch jetzt, wo plötzlich Nebel aufzieht. Für Ortsfremde nicht ganz ungefährlich. Wir kennen das natürlich seit kleines Kind wie er, oder? Das ist wie die Hosentasche. Kennen wir dieses Gebiet, oder? Und wenn es Nebel hat und dann sehen wir einen Stein oder wir sehen irgendetwas, eine Kuppe oder so, dann wissen wir, ah, da sind wir. Das ist einfach eingeprägt. Toni und Sandra bringen das Vieh sicher in den Stall. Toni muss noch mal hoch auf eine entlegene Alm. Dort will er Zaunpfähle für die Viehhaltung im nächsten Frühjahr lagern. 60 Kilo auf dem Rücken. Der harte Job des Bergbauern. Doch entlohnt wird er trotzdem. Man muss für alles einen Preis bezahlen. Aber ich habe meine Entscheidung, für mich war es immer leicht, diese Entscheidung zu treffen. Weil eben, ich liebe diese Berge und einfach die Natur und die Ruhe. Und es gibt auch so viel zurück, oder? Endlich angekommen. Tonis Ältester hat gut mitgehalten. Abladen, Achtung, gehst ein bisschen auf die Seite. Dann tue ich es ja gerade abladen. He? Super. Toni wünscht sich, dass auch sein Sohn eines Tages den Hof übernimmt. Aber natürlich nur, wenn er es wirklich will. Kannst du heute hinkommen?
Schauen wir erst an die schöne Welt an. Schau, die Berge hier. He? In der Tat wunderschön. Die Alpen sind eine uralte Kulturlandschaft, die seit Jahrhunderten bis in größte Höhen bewirtschaftet wird. Sieht auch so schön aus, weil die Bergler, wie wir uns nennen, das immer gepflegt haben, schon vor Generationen. Das ist ja schon lange so, dass wir die Bergwelt pflegen. Und das machen wir heute noch gerne, oder? Luzern und der Vierwaldstätter See. Eine Region, in der Stadt und Berg leben, untrennbar miteinander verbunden sind.